Hi, grüß euch. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch mal zeige, und zwar dieses Teil hier. Ja. Zur Erklärung. Irgendwann so kurz vor Weihnachten hat mir mein kleiner Bruder ein Paket geschickt und hat mir so ein paar Untersetzer gehäkelt, gestrickt. Ich weiß es wirklich nicht, was mir. Was. So. Und die Idee fand ich ganz witzig. Ja. Dann ist mir irgendwann ist mir in den Kopf gekommen, die kann man doch eigentlich auch für was anderes benutzen, ja, statt als Untersetzung. Und da habe ich ihn gebeten, hier, pass mal auf, mach mir doch mal einen, mach so einen Henkel oben ran und ein Gesicht. Also original waren die grau, ohne dieses Smiley. Ja. Und ich habe die jetzt relativ lange in Beschuss, ja, und ich bin begeistert. Erstmal sieht witzig aus, wenn du das Ding auf die Scheibe hängst. Ja, die Leute gucken erstmal, hey, was ist denn das? Ja, und zweitens, die halten verflucht lange. Dadurch, dass die sehr grobmaschig sind, ja, gehen die meisten Pfeile einfach dazwischen durch. Also ich habe die jetzt, wie gesagt, seit ein paar Wochen unter Beschuss oder Dauerbeschuss. Und es reißt mal einen Faden, den kann man so ein bisschen zusammenknüllen. Heute habe ich natürlich hier das Ding abgeschossen. Das kann man auch wieder festknoten. Ja, das ist also auch kein Problem. Dann ist der halt ein bisschen kleiner, macht auch nichts. Ja, aber das ist recht witzig. Ja, ich benutze sie gerne, wie gesagt, die halten recht lange. Und ich habe keinen Müll, den ich wegschmeißen muss. Ja, denn selbst wenn die immer irgendwann wirklich kaputt sind, die Wolle verrottet relativ schnell. Also besser als diese ganzen Plastikteile, die ich irgendwo auf die Scheibe draufballer. Ja, und es macht vor allem keine Sauerei. Ja, also kann ich nur empfehlen. Wer Interesse hat an so einem Teil, einfach mal melden. Ich überrede meinen Bruder, eine Bastelanleitung zu machen. Wie auch immer, vielleicht wissen eure Frauen oder Freundinnen auch, wie das geht. Oder ihr selber seid auch handwerklich begabt, ja, und könnt euch das Ding selber erstellen. Also wie gesagt, es macht einen heiden Spaß, darauf zu schießen, wie die habt ihr ja gesehen. Ja, also ist was zum Dauereinsatz, ist es recht witzig.